Du kennst mich sehr gut. Ja, aber es kennen doch kaum Leute. Warte. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und wie es vielleicht schon am Thumbnail erkennen konntet, werde ich heute meinen besten Freund pranken. Und zwar ist heute nämlich der 1. April und Ostern und deswegen kann man heute April-Scherze machen, beziehungsweise Pranks und so. Und ich dachte mal, ich werde heute versuchen, meinen besten Freund zu pranken. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich habe mir schon sowas ausgedacht, was ich machen kann. Und zwar habe ich nämlich gerade eben extra eine halbe Stunde vorbereitet. Habe ich so einen Chatgruppe, also mein letzter Freund so. Kev ist so, der ist immer so unsicher und so. Und so zweifelt so immer so schnell. Und ich dachte mir so, ich mache so ein Chatprotokoll mit so einer Hater-Page. So, das zeige ich das hier mal so. Da habe ich halt so was geschrieben, so. Haha, als ob du sie nur ausnutzt, so ein Chatprotokoll auf Instagram, dass er mit so einer Haterpage schreibt und dass er irgendwie nur Fame von mir, so gar nicht mehr befreundet sein will und dass er insgeheim so ein Hater ist, so gesagt. Und das werde ich ihm dann schicken. Und wenn er es nicht glaubt, dann werde ich ihm halt noch die Page schicken, die das angeblich gepostet hat. Das habe ich alles so bearbeitet, also nicht wundern. Und das werde ich ihm halt schicken und dann hoffe ich, dass er mir schnell antwortet und dann hoffentlich darauf reinfällt, was das angeht. Und wenn er dann noch irgendwas schreibt, werde ich ihn gleich blockieren und dann hoffe ich, dass er mich anruft. Und dann löse ich den Prank auf. Also so ist das so geplant, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Also ich werde jetzt ihm erstmal das Bild schicken. Ich hoffe, er ist auch mal drauf. Das macht keinen Sinn. Ich bin schön froh, dass du excited. So, ich werde ihn jetzt so schreiben. Ist das dein Ernst? Du verarschst mich einfach von vorne bis. Ich dachte erst, das wäre ein Scherz, aber es ist anscheinend keiner. Also, wie könnte ich mich in so einer Person so täuschen wie dir? So böse Emojis hinter und ich hab nur so mit dir. Ich bin immer so ein Mensch, der mit vier Emojis schreibt. Bin so gespannt. Komm schon, sweet. Okay, es ist raus. Jetzt müssen wir noch abwarten, bis er es liest. Das letzte Mal 69. Nein, das ist wirklich online. Wenn es nicht online geht, wäre das scheiße, richtig scheiße. Oh mein Gott, Leute, ich habe jetzt fast eine Dreiviertelstunde gewartet, bis er mir endlich geantwortet hat. Jetzt hat er geantwortet. Ihr glaubt das? Er hat geschrieben, hey, ich habe das nicht gesagt. What the fuck, ich habe es wirklich gesagt. Oh mein Gott, ihr glaubt das nicht. Jetzt schicke ich ihm noch das andere Bild mit, von der Seite. Also ich habe es so bearbeitet, falls ich mich wundere. Oh mein Gott, ich glaube das. Oh mein Gott. Das ist so geil. Guck mal, was er jetzt schreibt. Ich war das nicht. Jetzt schreibe ich so. Scheiße. Warte. Hallo? Ja? Hallo? Ich schwöre, ich hab das nicht gesagt. Das ist bestimmt fake oder so. Ich hab sowas niemals gesagt. Ja, aber das sieht man doch, dass der Chatverlauf nicht gefaked ist. Aber ich hab nichts gemacht, ich schwöre, als ob ich sowas schreibe. Hä, aber das sieht man doch als. Als ob ich sowas eine Paterpage schreiben würde. Ich schwöre, ich hab das nicht gesagt.
Ich habe keine Ahnung. Nein, ich meine es ernst. Ich würde sowas niemals schreiben. Was für Fame. Ich habe doch mit Instagram auch so aufgehört. Ja, aber du kannst ja auf die Seite gehen und da gucken. Und außerdem ist das ja dein Instagram-Account. Ja, aber... Keine Ahnung, ich schwöre es dir. Ich weiß nicht, wie ich das weiß, aber ich habe momentan gar kein Internet. Ich habe da nichts gesagt. Ich schwöre es dir. Hä, aber zu Hause hat man immer Internet. Ja, ich hab seit ein paar Tagen kein Internet mehr. Und das steht am 9. März. Am 9. März. So. Und warum, wenn ich das am 9. März geschrieben habe, warum sollten die das erst jetzt posten? Hä, das ist ja auch, das habe ich ja jetzt erst entdeckt. Das ist ja schon eine Woche her. Aber der 9. März war ja auch erst. Ja, aber ich schwöre es dir, ich habe das nicht gesagt. Als ob ich Drachenstock Army Forever schreiben würde. Guck mal, ich hab noch einen Beweis. Guck mal, da ist dieses Ratten-Emoji, ne? Mhm. Und du kennst mein Handy, das ist der neue Emoji. Und ich hab nicht mal das Update. Ich hab diesen Emoji, glaube ich, nicht mal. Hä, siehst du? Aber, ich schwöre es dir. Ich hab das nicht gesagt. Ich hab das nicht geschrieben. Ich mein's komplett ernst. Aber... Ich schwöre es dir. Ja, ich meine, ich weiß nicht, kann sein, dass ich ein Geldwort benutze. Ich habe keine Ahnung, aber ich schwöre, ich habe das nicht gesagt. Aber du kannst ja mal auf die Seite gehen und gucken, da ist ja der Beitrag. Ich habe kein Internet. Aber ich keine Ahnung, aber ich schwöre, ich habe dir das nicht gesagt. Bist du dir ganz sicher? Zu 100% leer. Was denkst du von mir? Bist du dir ganz sicher? Leer, guck mal, ich bin nicht umsonst zu Blau gegangen. Ich bin nicht umsonst zu dir gegangen. Für dich. Um dich zu sehen. Ich hab jetzt... Okay. Ich aber... Ich meine, glaub mir, ich... Lea, du kennst mich sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, aber es kennen doch kaum würdest Leute... Du, warte. Dein Account. Mit? Und woher? Hä? Es kennen kaum Leute deinen Account. Und wie kommt die Page dann und... Arbeitest du was oder wie kommt die auf deinen Account? Ich habe keine Ahnung, okay? Aber sei mal ehrlich, würdest du mir zutrauen, dass ich sowas schreibe? Okay. Würdest du mir zutrauen, dass ich sowas schreibe? Weil ich weiß, wie wichtig Kev, ist, okay. Kev, ja. Weißt du, welcher Tag heute ist? Der 1. April. Ich hab dich verarscht. Als ob. Doch, ich prank dich gerade live vor der Kamera. Und du bist so drauf reingefallen. Alter, Junge. Oh mein Gott, das war so geil. Ich war so geschockt, Alter. Ich keine Ahnung, Alter. Ich dachte, ich muss auswandern aus Deutschland schon. Nach Russland. Ey, vor allen Dingen, ich frage mich, du fragst, was heute für ein Tag, ne? Ich so, 1. April ist Ostern. Und du hast so nicht mehr... Du so nur so, 1. April, ja, und? Willst du was zu der Kamera sagen? So, ich sag so, wie schaffe ich dich zu pranken, dass du wirklich drauf reinfallst? Weil ich wollte dich erst so nur mit Message pranken. Und dann dachte ich so, ich muss aber irgendwas machen, dass ich dich richtig pranken kann. Mit so WhatsApp-Nachrichten, so gefaked und so. Instagram-Chats. Und dann antwortest du endlich und du rufst mich sofort an und bist so voll ernst und glaubst, dass ich so, oh Gott, er glaubt das. Also, ich krieg so hier gerade von der Kamera voll den Lachflash und ich bin mir so... Mein Herz klopft das richtig, Alter. Boah, mein Herz, ich dachte, ich verliere dich jetzt, Alter. Ich hab das mal Tränen in den Augen, ne? Die kam von, ich schwöre. Ich finde das gerade so geil. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich schaffe, am 1. April zu pranken. Aber, dadurch, dass wahrscheinlich heute Ostern ist, hast du nicht gedacht, dass heute auch April-Scherz ist und so. Ja. Guck mal, als ich gesagt habe, welcher ist heute? Ich gucke auf meine Uhr. Wie lange planst du schon? Was? Wie lange hast du den ganzen Tag geplant? Nee, ich habe mir das gestern Abend überlegt und habe es heute umgesetzt. Auf jeden Fall hast du nichts dagegen, weil ich das auf YouTube nächste Woche poste, oder? Nein, ich habe nichts dagegen, alles cool. Vor allem, du hast gesagt, du hast in deinem Video damals gesagt, ich werde es nie schaffen, dich zu pranken. Ich habe es aber geschafft. Ja, keine Ahnung, Alter.
noch irgendwas zum Abschluss in meinem Video sagen? Ja, du bist ein Fake-Friend. Was? Du bist ein Fake-Friend. Ja, auf jeden Fall. Du verarschst mich einfach. Ja, auf jeden Fall. Alter, ohne Spaß, ich hab dir einfach direkt geglaubt, als ich dumm bin. Ich glaub's nie wieder. Du, ich hatte Tränen in den Augen, ne? Ich hatte Tränen in den Augen, oh mein Gott. Nee, das wollte ich nicht. Du machst mich fertig, echt. Okay, dann lege ich erstmal auf, damit ich noch das Video beenden kann und dann schreiben wir nochmal. Ich muss erst mal vom Schock erholen. Ja. Ich schlafe erstmal eine Runde. Okay. Spaß. Okay, dann ciao, ne? Und tschüss. Viel Spaß. Sag mir das Video online, dass ich wieder sehe. Ja, das kommt nächste Woche dann. Ciao. Tschüss. Oh mein Gott, Leute, ist so doof reingefallen. Und ich glaube, ich kann das Video an dieser Stelle hier beenden. Und wenn ihr Bock habt, dass ich nochmal jemanden pranke oder so, vielleicht jemand anderen, wer weiß. Und wovon mir wird, vielleicht schaffe ich es ja nochmal. Oder wenn ihr wollt, dass ich Kevin nochmal pranke, aber das wäre zu auffällig, wenn ich es jetzt nochmal tue. Aber wenn ihr Bock habt, dass ich nochmal jemanden pranke, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben und dann werde ich das wieder tun. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Und bis dann. Tschüss.